Ja, und jetzt werden gleich die Herzen aller Tatortfreunde und Freundinnen höher schlagen. Denn ich begrüße jetzt Jan-Josef Liefers. Guten Abend, Herr Liefers. Hallo. Hallo. Jan-Josef Liefers ist Sänger, Schauspieler und Autor einer Autobiografie, um die es jetzt gleich geht. Aber am allerbekanntesten ist er ja nun doch in seiner Rolle als Gerichtspathologe Birne im Tatort. Und das wollen wir uns jetzt mal angucken. Na, das ist ja wunderbar. Herr Professor? Der Krisenstab tagt in meinem Institut. Über meiner Leiche in meiner Abwesenheit. Sie sind doch wohl nicht aus dem Krankenhaus weggelaufen, oder? Ich habe es vorgezogen, mich selbst zu entlassen. Gerade noch rechtzeitig, wenn ich diese illustre kleine Versammlung hier so sehe. Alberich, ist was mit den Äuglein? Ihre Hände. Korrekt, meine Hände. Sie befinden sich wie gewohnt am Ende meiner Arme. Ja, so kennt man sie. Ja. Was man bisher weniger von Ihnen kannte, ist das hier. Ihre Autobiografie, Soundtrack meiner Kindheit. Da haben Sie Ihre Kindheit aufgeschrieben in der DDR, Ihre Jugend in der DDR, bisschen 60er Jahre noch, sehr viel 70er Jahre und dann bis zur Wende, bis zum Mauerfall. Ja, meine erste Frage, in Ihren jugendlichen Jahren, in denen Sie ja nun doch noch sind, warum da schon eine Autobiografie? Das hat den entscheidenden Vorteil, dass man sich noch ganz gut erinnern kann. Ne? Außerdem finde ich Erinnerungen eine schwierige Sache, weil je weiter sie zurückliegen, desto diffuser werden sie und desto willfähriger werden sie auch. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn der Papa oder der Opa dann wieder anfängt, vom Vaterländischen Krieg zu reden, ja, und alle schielen schon und sowas. Und dabei nimmt man diese Erinnerungen oft her, um über die Gegenwart zu reden und sich Recht zu geben. Also oft werden einfach, da heißt es dann, ja, früher war es so und so und so und so. Man sitzt dann da und man kann nur nicken und sagen, ja. Und das sind so Totschlagargumente, Erinnerungen. Und ich finde auch, dass man ihnen zu Recht misstrauen muss. Und deswegen dachte ich, jetzt, solange ich noch einigermaßen im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Und ihre Hände, die schreiben können, ja. Ja, und ich wollte auch etwas loswerden, muss ich auch sagen. Die mediale Aufarbeitung der DDR, die ist ja in einer bestimmten Hinsicht sehr gründlich gewesen, aber in einer anderen, die mich viel mehr interessiert hat, überhaupt nicht. Also wir haben diese großen Filme, man kennt das Event-TV, man kennt das Leben der anderen natürlich, mit einem Oscar sogar ausgezeichnet und das erklärt natürlich groß einen bestimmten Ausschnitt des Lebens in der DDR auch ganz gut, wie ich finde, und wirkungsvoll und dramatisch und so, aber mein Leben, soweit ich mich erinnern kann, lief tatsächlich weit weniger dramatisch und es sind nicht immer die Extreme, es ist nicht immer der böse Stasi-Chef und der kleine Mann, der eigentlich nichts anderes will, als mal in den Westen fahren und die kollidieren dann. Sondern das Leben in der Diktatur, und das war die DDR, richtet sich ein, wie überall auf der Welt, in Parallelwelten einfach. Ja. Und in diesen Parallelwelten hat eigentlich das... Und im Nachhinein muss ich sagen, war die DDR, wenn du so einen großen Kuchen dir mal nimmst, als so 100% Menge, so ein kleines halbes Stück vielleicht. DDR, das waren für mich bestimmte Lehrer, das waren die Fahnenappelle in der Schule, das war die NVA, das war die FDJ, die jungen Pioniere, die Parteitage und sowas. Naja, gut, die aktuelle das waren Kamera, aber auch, die Nachrichten. Die Leute, das haben Sie ja auch, schreiben Sie ja auch, die Sie nicht Abitur machen lassen, einfach nur, weil Ihre Eltern der falschen Klasse zugehören und Sie unter Druck setzen und sagen, dann kommen Sie doch in die Armee, dann läuft das vielleicht, Junge. Ja, aber das war nicht, ich habe das damals erst gar nicht so dramatisch empfunden, weil das war so, das wusste man. Das haben auch ganz viele Leute gemacht. Ich trete in die SED ein, nicht weil ich Kommunist bin oder sowas, sondern einfach, weil ich sonst keinen Studienplatz kriege. Das waren so die Spielregeln. Und damit findet man sich auf so eine Art und Weise ab und findet nichts dabei. Ich habe immer das Problem gehabt, später, als ich dann im Westen war und mich Leute gefragt haben und gesagt haben, erzähl doch mal aus dem Osten, wie war es denn da? Und dann habe ich diesen Kloß irgendwie im Hals gehabt, weil ich, nicht weil ich mich in irgendeiner Weise geschämt hätte oder sowas, sondern weil ich
tatsächlich nicht gewusst hätte, wo ich anfangen soll. Wie soll man das jemandem erklären? Das war doch ihr ganzes Leben, genau. Ja, ja. Aber es gibt eine sehr berühmte amerikanische Schauspielerin, Jane Fonda. Mhm. Die kam tatsächlich nach der Wende nach Berlin, um über Kollegen von mir, den Schauspieler Michael Gwiestek und seine damalige Frau Corinna Harfurch, Kontakt aufzunehmen, unter anderem auch zu Leuten, die irgendwie in dieser Wendezeit also ja, da ihren Beitrag mitgeleistet hat. Also sie wollte sich informieren. Das ist eine sehr interessierte Frau, auch an politischen Fragen. Und die kam also dahin. Und dann trafen wir uns in einer Wohnung in Berlin, in einer Altbauwohnung. Ich war auch mit dabei. Und hi, I'm Jane. Und so, da steht Jane Fonda. Ja, das ist ja auch schon mal irre. Und ich dachte immer, und dann sagte sie mir auf Englisch, also ich werde das auch nie vergessen, weil sie sagte zu mir, you know, you are a Robert Downey Jr. lookalike. Und ich habe damals weder gewusst, wer Robert Downey Jr. ist, noch was sein Lookalike ist. Mir fehlte die Vokabel schlicht. Und ich habe da gestanden und gesagt, ich will eigentlich jetzt loslegen. Ja? Ich würde dir jetzt gerne erzählen, was hier los war in dem Land oder zumindest aus meiner Sicht. Und ich dachte, wo fängst du an, Jane Fonda zu erklären, dass es manchmal keine Möhren gab und dass es manchmal keine Orangen gab und warum die Leute die Nase so voll hatten. Wir haben auch die 80er Jahre hinter uns gehabt damals. Die 80er Jahre waren eine, finde ich, sehr frustrierende Zeit in der DDR. Denken Sie an das Jahr 89, das begann mit dem... Eigentlich alles nach der Biermann-Ausbürgerung. Mit dem Wahlbetrug, da fing es an. Naja. Dann kam China, der Platz des Himmlischen Friedens, die Reaktion der DDR-Regierung, die offizielle. Parallel war Gorbatschow. Und alle haben verstanden, die DDR-Regierung will uns zu verstehen geben, ganz egal, was in Russland passiert. Hier ändert sich auf lange Sicht nichts. Und das war Wissen Sie, was ich so interessant fand an Ihrem Buch? Ich bin in West-Berlin groß geworden, nicht ganz Ihr Jahrgang, aber bisschen nah dran. Und ich hatte so das Gefühl, obwohl ich im Westen war, ich kannte ganz vieles. So fremd war mir das gar nicht. Also dieses ganze Steife, die Bilder, die in dem Buch sind, so mit den Schultüten, den Pepita-Röcken, diese ganze Nachkriegsatmosphäre. Und dann, wir haben das ja auch alles gehört, was Sie da erzählen. Pudis, die Manfred-Krug-Lieder, das lief auch alles bei uns im Westen. Also ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt vielleicht wirklich ein Generationenbuch, was gar nicht so DDR-spezifisch ist. Aber da habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht sieht das auf der anderen Seite des Tisches anders aus. Juri, war das für dich so, naja, doch irgendwie das alte Rom und jetzt auch noch die DDR, müssen wir lernen, müssen wir nachholen? Nein, überhaupt nicht. Nee. Also genau die Klassenfoto aus der 10. hätte meine Klasse sein können, ein paar Jahre später. Ich glaube, es war gar nicht so unähnlich. Eben Pantau, das sind ja meine Referenzen, oder Pantau und so diese Geschichten. Und ich habe dann einen Selbstversuch gemacht, weil ich war wirklich fröhlich beim Lesen. Es ist ein unglaublich lustiges Buch eigentlich und es ist voll Witz und voll Ironie und dann diese Zärtlichkeit zu all diesen Frauen, zu diesen Müttern und Großmüttern und wie die eigentlich das Leben ausgemacht haben. Und ich glaube, das ist dann wie universell. Und ich habe dann immer gedacht, aber so war es bei mir eigentlich auch ein bisschen und habe dann diesen Selbstversuch im Ruheabteil der Schweizerischen Bundesbahnen gemacht. Also das heißt, das ist dort, wo die Schweiz am dogmatischen oder so eine Art von Oppression herrscht, oder? Also, weil man darf dann überhaupt nichts sagen. Kaum macht man etwas, wird sofort die Strafe kommt und man wird aus dem Waggon verwiesen. Und ich musste bei ihrer Lektüre immer lachen, eigentlich. Ich fand es so lustig. Und die Strafe kam genau, oder? Und hier ist die Schweiz und die Diktatur immer noch sehr, sehr nahe in der Form, wie Sie die DDR erzählt haben. Und dann habe ich mich aber auch wieder geschämt, weil das kann ja auch nicht stimmen, weil hier natürlich die Größenordnungen extrem verschieden sind. Und Sie erklären das aber immer auch wieder gut, oder? Wenn Sie sagen, was ist persönliche Freiheit, was ist dieses Schutzbett, das man braucht, um überhaupt überleben zu können, und dann eben keine Freiheit, das kann ich einfach nicht beurteilen, oder? Da merkt man, das sind ganz andere Kategorien. Ich habe eben die Erfahrung auch gemacht, dass für die Menschen, die für unsere Brüder und Schwestern, sagen wir mal, im Westen Deutschlands, die DDR wirklich nur aus der Entfernung kannten, die war ja mehr Ausland als, was weiß ich, Amerika oder sowas, gefühlt, dass die dieses ganze Thema Stasi und Verflechtungen, Seilschaften, Parteigedöns irgendwie so am liebsten gar nicht anfassen würden oder so, wie man so einen nassen Wischlappen, mit dem man gerade die Straße gewischt hat, eigentlich auch keine Lust hat anzufassen. Also er ist da und es klebt auch viel dran, sicherlich Geschichtliches und so, aber man will es eigentlich nicht anfassen. So. Und die
Entfernung ist so groß. Ja, so denkt man. Also die Leute denken, Mensch, wie seid ihr denn da rumgelaufen? Irgendwie immer so mit gesenktem Haupt, ja, in grauen Sack, Leinwand gehüllt und mit im Nackengriff der Stasi mit gesenktem Kopf und so. Es gibt ja auch wirklich. Und das stimmt ja überhaupt nicht, sondern es war im Rahmen dieser Möglichkeiten genauso fröhliche Kindheit, wie man sie vielleicht auch woanders hätte erleben können. Und mein Kniff, weswegen ich überhaupt selber dazu überhaupt so weit gekommen bin, das zu schreiben, war eigentlich dann die Musik. Ich habe gemerkt, das ist ein wichtiges Stichwort. Ja. Können wir da mal kurz einhaken, weil wir nämlich sie schnell mal zeigen können. Sie fahren ja mit ihrer Band auch durch die Lande und singen viele dieser Lieder, die hier auch in dem Buch abgedruckt sind. Ja, also alte DDR-Rocksongs, alte DDR-Jazz. Wir hören uns das mal schnell an. Am Abend mancher Tage, da stimmt die Welt nicht mehr. Irgendetwas ist zerbrochen, wiegt so schwer. Und man kann das nicht begreifen. Will nichts mehr sehen, und doch muss man weitergehen. Kennst du das, diese Lieder, Trude? Nein. Und ich muss sagen, ich bin das Buch, denn ich hatte ein Schlüsselerlebnis vor 1-2 Jahren. Da habe ich eine dieser unsäglichen Chartshows geguckt, die besten Hits der Deutschen. Und die Hälfte der Top-10-Hits waren mir komplett unbekannt. Und Pudis natürlich, über 7 Brücken muss man gehen, das habe ich auch mal gehört, das kannte ich, aber irgendwie schon Lift oder Kurt Demmler nie gehört. Und ich war richtig entsetzt, wirklich, das klingt jetzt lustig, aber weil seit 18 Jahren immerhin damals war es ein geeintes Land und ich wusste so wenig von der musikalischen Sozialisation eben dieser Menschen, die da aufgewachsen sind. Und da habe ich jetzt hier einiges kennengelernt, da bin ich sehr dankbar für. Also schon mal ein bisschen wieder zur Völkerverständigung im eigenen Land beigetragen. Naja, es ist ja auch wirklich vieles, das muss man ja sagen, was, wenn es nicht so jemand gäbe, der das noch singt, jemand, der das aufschriebe, dann würde man das ja auch irgendwann nicht mehr wissen, weil das ist ja nun mal ein untergegangenes Land. Ja? Westdeutschland ist irgendwie mehr eingegangen in das, was wir heute Deutschland nennen, so ist es ja. Was mich interessiert, was meinen Sie denn? Gibt es wirklich, außer in der Musik, was ist denn das vor allen Dingen, was man retten müsste? Also was ist das denn, was sozusagen das Beste, the best of DDR, was würden Sie sagen? Ihre Lieder, die Sie singen, was wäre es zum Beispiel in der Literatur? Wo haben Sie das Gefühl, verdammt nochmal, also das sinkt jetzt weg und wird irgendwann, kennt man das nicht mehr? Ja, weiß ich nicht, mir geht es auch gar nicht so sehr um Konservierung. Mir geht es nur um einen Zusammenhang. Und wenn man jetzt mal die großen Träume so der Jugendlichen in der ganzen Welt sich hernimmt, also dann ist es im Westen vielleicht die Lederjacke und die Harley und im Osten ist es eben gewesen das Simson S50 und die Strickjacke oder sowas, aber das, was sich hinter dem verbirgt, auch hinter dem Wunsch, Rockkonzerte zu besuchen und lange Haare zu tragen und so, die Wut und die Sehnsucht und das alles, das ist ja überall auf der Welt dasselbe und das drückt sich eben nirgendwo so direkt aus wie in Musik und deswegen hat mir das sehr geholfen, das an Musik festzumachen, die mir mal zu einer bestimmten Zeit was bedeutet hat. Man kann sich am einfachsten verständlich machen. Komischerweise, die ganzen Bands, die da diese Songs geschrieben haben, gibt es ja noch. Das sind nun alte Herren inzwischen. Die Pudis. Ja, und zum Beispiel. Und die werden, glaube ich, von ihren eigenen Roadies inzwischen Körperwelten genannt oder sowas. Also wenn diese Bands jetzt selber antreten würden, in Westdeutschland zum Beispiel, um da so einen Abend zu machen, also die hätten große Probleme, Karten zu verkaufen. Komischerweise hören sich die Leute von heute sich das lieber von mir an als von den Originalen, offensichtlich, weil es für sie weißt du nicht, einfacher ist oder so. Weil Soundtrack Soundtrack einer Kindheit ist, ganze genau. Ding und so. Okay. Also die Dankeschön. Noch. Gut. So freundlich werden unsere Gäste hier immer behandelt. Tatsächlich. Ja. Okay, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Aber Sie bleiben ja noch. Wir haben Ihnen ganz schön viel Arbeit aufgeheizt hier für diese Sendung. Sie haben nämlich alles, was jetzt noch kommt, mitgelesen. Und Sie werden uns Ihre Meinung, wo Sie so beschäftigt sind und drehen. Und wie ich gehört habe, auch gerade Schwedisch lernen für Ihr nächstes Filmprojekt. Haben Sie die Zeit gefunden, für uns ein paar Bücher zu lesen? Ganz toll. Herzlichen Dank. Es geht jetzt weiter mit Martin Walser. Das ist nun wirklich einer der Altstars, der
westdeutschen Literatur und er hat nun mit sage und schreibe 82 Jahren eine neue Novelle vorgelegt. Das heißt Mein Jenseits, sein neues Buch. Morgen kommt es in die Buchläden und darum geht es. Glauben lernt man nur, wenn einem nichts anderes übrig bleibt. Aber dann schon. Dr. Augustin Feinlein bleibt nichts anderes übrig. Gebetet hatte er, dass ihm Kreuzungen in Zukunft erspart blieben. Nun hat er seinen Glauben gefunden. Den an Gott und den an die Liebe. Nachdenken über das, was war. Und darüber, was noch kommt. Das ist die Ausgangslage in Martin Walsers Novelle Mein Jenseits. Walser lässt seinen Protagonisten über den Sinn von Reliquien nachdenken. Im Land zwischen Donau und Bodensee, wo Feinlein eine psychiatrische Klinik leitet. Sein Vorfahr, ein Abt, schrieb: Es ist nicht wichtig, ob Reliquien echt sind. Der Glaube zählt's. Und durch seinen Glauben erschafft sich Feinlein endlich seine Liebesgeschichte. Mit Eva Maria. Dr. Feinlein hätte sie zweimal fast geheiratet. Zweimal kam ihm ein anderer zuvor. Jetzt ist Eva Maria mit seinem Nachfolger verheiratet. Und Feinlein 63. Seit längerem. Ich werde nie älter sein als 63. Doch Dr. Feinlein bleibt der Glaube. Und der macht ihn stark. Stärker als jene, die wissen. Denn wir glauben mehr, als wir wissen. Ja, also Martin Walser schreibt über den Glauben, er schreibt ein Buch über das Jenseits. Was meint ihr, ist er denn nun auf seine alten Tage fromm geworden? Ich glaube, es geht nicht so sehr um christlichen Glauben, sondern er schreibt ja, Glauben ist die letzte Hoffnung für denjenigen, dem nichts anderes mehr übrig bleibt. Und das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was er Lust hatte, an dieser Figur zu erzählen und zu exemplifizieren, so wie er es so oft tut. Wenn man das jetzt im Gesamtwerk sich anschaut, dann merkt man ja schon, dass die Figur jetzt durch den Glauben so etwas wie eine Hoffnung bekommt auf ein gelingendes Leben. Denn das ist ja im Prinzip der Trick dieser Figur August Feinlein. Er muss daran glauben, er möchte daran glauben, dass er eine Liebesgeschichte hat, dass Eva Maria ihn geliebt hat, obwohl sie jemand anderen geheiratet hat. Und wenn ihm das gelingt, erreicht er sein Jenseits und seinen Frieden. Mhm. Herr Liefers, hat Sie das Buch berührt? Ja, mir hat es tatsächlich. Also ich habe gelesen oder dass es ein Vorgeschmack ist auf einen Roman, der folgen wird. Und wenn man das jetzt auch als Geschäftsmodell betrachtet, dass man koppelt einfach mal einen Teil vorher schon mal aus. So die erste Strophe, ja. Bei mir funktioniert das, bei mir hat das funktioniert. Ich werde den jetzt gleich vorbestellen, den Roman. Den gibt es noch gar nicht. Den gibt es noch nicht. Aber das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Und eine meiner, es geht ja auch, natürlich, es geht um Themen wie Glauben und Hoffnung. Es geht aber auch um, er ist ja Reliquienforscher, nicht? Die Hauptfigur. Und was haben eigentlich Reliquien auch in unserem Leben für eine Bedeutung? Diese Dinge, die so Symbolcharakter besitzen, was verknüpfen wir mit ihnen? Eins meiner Lieblingskapitel ist, glaube ich, die Nummer 4. Das ist, wo er Eva Maria, seine Geschichte, seine unerfüllte und unglückliche Liebe zu Eva Maria beschreibt, die ihm immer schreibt, ich werde dich ewig lieben. Und das kürzt sie dann auch noch ab mit diesen Buchstaben, so wie man heute Handy-E-Mails verschickt. Und was das für eine Bedeutung für ihn bekommt, kann ich sehr gut verstehen. Ich hatte mal ein Mädchen in Spanien kennengelernt. Und die hat mir ein Buch geschenkt zum Abschied und da stand drin, ich werde mich immer an dich erinnern. Und das ist eigentlich das ist eigentlich ganz toll. Aber auf der anderen Seite gab es nichts Traurigeres als diesen Satz, weil er bedeutete sein Gegenteil. Es bedeutete eigentlich, das wird nie was mit uns werden. Und die Liebe ist dahin. Und das beschreibt er, finde ich, sehr, sehr schön und bringt es in einen schönen Zusammenhang. Ja, ihr habt jetzt auch gesagt, na ja, Glauben, so wichtig ist das gar nicht. Man kann an vieles glauben. Ich glaube an meine Frau ich liebe mein Kind, mein Hund. Ist es wirklich auf der Ebene? Oder ich sage euch, ich glaube, dass da schon was anderes im Spiel ist. Das Wort Glauben kann man schon ernst nehmen, auch wenn er nicht unbedingt an den Erlöser glaubt. Aber es gibt doch so das, was Sloterdijk nennt, das die Vertikalspannung. Ja? Also es ist so doch so ein Held, der in seiner eigenen Misere sitzt, wie das ja bei Walser immer ist. Die Männer wollen immer mehr vom Leben, als sie vom Leben zurückbekommen oder lieben das Leben mehr, als das Leben sie zurückliebt und so weiter. Und was machen sie jetzt? Ja? Wie werden sie glücklich? Also immer diese Leute, die so eingesperrt sich fühlen und plötzlich... Vielleicht ist der Ausweg ja nach oben. Vielleicht geht der Weg nach oben. Vielleicht ist Glaube doch eine Möglichkeit zur Lebenssteigerung. Glaubst du tatsächlich Glauben in einem christlichen Sinne? Darüber müssen wir uns jetzt unterhalten. Ja. Christlich ist ja nun auch ein weiter und jahrtausendealter Begriff. Ja, das
ist jetzt die Frage, in welchem Sinn er das meint. Zum Beispiel das Wort Reliquie, was da vorkommt. Warum setzt er das ein? Warum ist das ein Reliquienforscher? Es gibt ein schönes Bild, als er von Reliquie und Relikt erzählt. Und ein Relikt ist etwas, was von einer toten Kultur, also ähnlich wie Sie das erzählt haben über die DDR. Also man will ja nicht das rüber retten, sondern man will das, was man gespürt, was die Emotion, was das Wunder eigentlich ist, was man nicht erklären kann, wo die Gefühle drinstecken. Und das ist der springende Punkt, glaube ich. Mhm. Und vielleicht ist das ja mit der Religion oder mit dem Jenseits so ein Ausblick, glaube ich, dann auf das Geschäftsmodell oder Jenseits vielleicht. Also das ist der große Plot. Und hier ist ja der Anfang, ist eigentlich das, dass er schrullig wird. Genau. Also er erzählt, es passiert mit dem Alter, passiert das mit einem, man beginnt mit sich selber zu sprechen, man redet nicht mehr mit den Menschen, sondern auch noch mit den Tieren und so. Und in seinem Dorf gibt es diese Kultur, da gab es diese Kultur und er merkt, dass er in der Gesellschaft, die er lebt, als Psychiater, gibt es das nicht und er wird aber so. Und ich glaube, dass das Buch dann, finde ich, fast, also ich weiß, die Autoren lügen immer und sie erzählen nicht von sich selbst, aber vielleicht gibt hier Walz am Anfang zu, okay, Leute, ich werde schrullig, oder? Und ab jetzt ist alles erlaubt. Weil diese Schrulligen im Dorf dürfen eigentlich alles. Mhm. Das macht sie nicht unsympathisch, nicht uninteressant, aber sie grenzen sich ab von der Gesellschaft. Sie man sagt nichts mehr Schlechtes über sie, nichts mehr Gutes. Mhm. Und wenn sie dann gestorben sind, ist man froh. Aber es sind einsame und er wird ja auch lustiger oder leichter dabei. Es wird nicht schwerer, diese Liebe und so. Also wenn einer eine Reliquie klaut, ein Professor eines Spitals, dann ist das schon ziemlich abgefahren und er weiß es und er amüsiert sich ja und diktiert dann den beiden ein bisschen betretenen Polizisten eigentlich sein Testament in den Polizeirapport. Mhm. Und das ist wunderbar. Das ist sehr also dieses Menschenrecht auf Verschrobenheit, was er ja hier eigentlich entwickeln will, das nimmt er ja auch für sich selber in Anspruch, der Martin Walser. Der sagt ja auch, ich will verschroben sein und ich will eigentlich nur meiner eigenen Wahrheit leben und meiner innersten Stimme folgen und mich nicht mit kollektiven Moralvorstellungen, kollektiven Glaubensvorstellungen auseinandersetzen. Ich will ganz auf ich finde es ja wahnsinnig protestantisch, ganz auf mein eigenes innerstes Gewissen, meine innerste Stimme. Ich glaube, das ist ein Buch um einen einsamen Menschen und seine innerste Stimme und das, was der dann in dieser Einsamkeit glaubt oder nicht glaubt. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja. Ich wollte ganz gerne nochmal auf die Reliquie zurück, die du eben angesprochen hast, warum die in dem Buch so ein großes Thema einnimmt. Und das ist ja wirklich großartig beschrieben, was es alles für Formen von Reliquien gibt. Schon in der Beschreibung ist klar, dass sie nicht echt sein können. Sag mal ein paar, ja? Vorhaut von Jesus ist meine Lieblingsreliquie. Und ich glaube, dass nämlich auch diese Postkarten von Eva Maria, in dem immer diese Abkürzung steht, dass auch das Reliquien sind. Mhm. Und dass es eben ihm im Endeffekt, August Feinern, im Endeffekt nachher egal ist, in der Hoffnung, also dass das das Ziel ist, es ist ihm egal, ob auf den Postkarten die Wahrheit steht. Es ist sogar egal, ob sie sie überhaupt geschrieben hat oder ob sie gefälscht sind. Für seinen Seelenfrieden ist nur wichtig, dass er daran glauben kann, dass sie ihn immer geliebt hat. Daran ist er auch ehrlich, finde ich. Und das ist auch was Schönes, wenn man das liest, kriegt man wieder einen Geschmack davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wahrheit und Ehrlichkeit. Um ehrlich zu sein, muss man nicht die Wahrheit sagen. Und das ist eine... Das ist mein Telefon. Das ist Elton John. Meine Frau hat mich angerufen, jetzt muss und sagt, ich wahrscheinlich red hier wieder nicht was so viel, red hier nicht so viel Unsinn über das Jenseits. Okay. Also Martin Walsers Jenseits, das vielleicht nur noch, es gibt ja nicht nur ein Mein Jenseits, das ist auch, ja, es gibt ja ganz viel, also vielleicht helft ihr mir, Rom ist eins, er sagt, das Jenseits muss vor allen Dingen schön sein, ja. Rom ist ein Jenseits, was ist noch alles Jenseits? Wenn er ein Lied summt, ist es ein Jenseits, wenn er ein Caravaggio-Bild sich anguckt, ist es ein Jenseits, dann vor allen Dingen die Fußsohlen der Pilger, also ja, er hat wirklich, das ist ein sehr freier, fast privatwirtschaftlicher Umgang mit diesen Jenseitsvorstellungen und mit den Reliquien, also sehr kauzig. Und ich glaube nun wirklich, ich glaube, dass das ein gutes Buch ist. Ja? Ganz unabhängig von dem Buch, was wir da noch zu erwarten haben. Also, wir sind uns einmal einig geworden, eine absolute Leseempfehlung. Martin Walser, Mein Jenseits. Okay. Weiter geht's.
Habt ihr denn schon eins verrissen heute? Ja, aber heftig. Ja, ja, also ja, heftig, heftig, heftig. Das haben wir. Gut, dass ich da. Wollen wir jetzt nicht nochmal drauf zurückkommen? Nein. Jetzt geht es um das Buch eines jungen ukrainischen Autors. Am Wochenende waren ja in der Ukraine gerade Wahlen und wir wissen nicht sehr viel, obwohl es uns eigentlich ganz nah ist. Und Sergei Schadan ist ein Autor, der wirklich ein, ja, eine Art literarischer Popstar in der Ukraine ist. Sein Buch Hymne der demokratischen Jugend ist im letzten Herbst erschienen. Wir schauen mal, worum es darin geht. Nein, das Buch Hymne der demokratischen Jugend spielt nicht in Odessa, dem Schauplatz von Panzerkreuzer Potjomkin. Obwohl das auch gepasst hätte, sondern in Charkiw, tief im Osten des Landes, kurz vor der russischen Grenze. Das Leben ist hart in Charkiw. Ein Schwulenclub könnte da Abhilfe schaffen, denken sich ein ehemaliger Tschetschenienkämpfer und ein Boxer mit Abitur. Nicht, weil sie schwul sind oder gar Schwule mögen, sondern weil es in der ganzen Stadt noch keinen schwulen Club gibt. Doch der Club läuft schlecht. Die Kunden wollen Striptease und Striptease haben sie nicht. Also wird geprügelt. Es wird oft geprügelt, gesoffen und früh gestorben in diesem Buch. Geschrieben hat es Sergei Schadan, einer der aufregendsten Autoren seiner Generation, der Generation des Aufbruchs. Er ging in den 7. Waggon, in dem Vietnamesen fuhren und intensiv nach italienischen Altkleidern rochen. Ihre Sprache roch nach Oktoberschnee und Erde, in die schon lange niemand mehr etwas gepflanzt hat. Im 8. Waggon roch es nach unter die Tischplatte geklebtem Kaugummi, nach Damenbinden und Portwein, nach Sex und warmem Augustschlamm. Im 9. Waggon roch es nach Pfeffer und Möbeln. Es roch nach ihrer Wohnung, aus der sie ausgezogen waren, als Ivan 7 war. Es roch wie ein altes Uhrwerk, von dem du die Spinnweben bläst. Ich finde, es ist ein absolut wildes, ein chaotisches, ein absurdes, tolles Buch. Herr Liefers, diese Stimmung, die wir da als auch in den Bildern gesehen haben, so ein Niemandsland, ein furchtbares, marodes System ist gerade zusammengebrochen. Ein besseres ist aber noch nicht in Sicht und überall ist so Goldgräberstimmung. Kam Ihnen das irgendwie bekannt vor? Es kam mir bekannt vor, aber es nicht aus der DDR oder dieser Nachwende DDR, sondern also da sind wir Deutschen einfach also da kann man sich auf uns verlassen. Das würde zu solchen Zuständen nicht geführt haben. Aber ich habe viel Zeit in Russland verbracht, in Moskau, weil ich verheiratet war mit einer russischen Schauspielerin und wir auch ein Kind haben. Und dann war ich sehr, sehr viel privat da. Und das ist was völlig anderes, als wenn du als Tourist dahin kommst. Und dann bin ich in die, gut, das ist jetzt also Russland, aber damals Sowjetunion natürlich noch. Und das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Diese Mischung aus Naivität, Goldgräberstimmung, gepaart mit Ahnungslosigkeit und einem großen, großen Fatalismus und vollkommener Schicksalsergebenheit, die ist großartig. Und die kennt man wirklich so eigentlich im Rest Europas, würde ich fast sagen. Also wir in unseren Breitengraden schon überhaupt nicht. Deswegen ist es ein nicht nur sehr lustiges, sehr, sehr unterhaltsames Buch, sondern auch wirklich eine ganz große Empfehlung von mir, das zu lesen, weil man hier sowas so leicht nicht kennenlernt. Die scheinbare Schludrigkeit, oder es ist auch so. So ein bisschen rotzig erzählt, ne? So, wie du 10 Seiten weggelesen hast. Ja. Also die ist nur auf den ersten Blick, finde ich, so. Scheinbar schludrig. Ne? Es ist alles unglaublich auf den Punkt gebracht, in ganz kurzen Sätzen. Und fast jeder Satz ist ein Schmunzler, also wenn du es liest. Ich musste wahnsinnig lachen. Ja. Ich habe echt Tränen gelacht. Ja? Also, es gibt Szenen, die so absurd sind, dass man sich das in seinen besten Träumen nie hätte vorstellen können, dass man so das Unvereinbare wirklich zusammenschrauben kann. Ich finde das wirklich total unterhaltend, Raul. Deswegen bin ich jetzt mal, wo wir uns da vorhin über das, was Unterhaltung und Komik ist, ja nicht ganz einig waren, bin ich mal sehr neugierig, wie dir das Buch jetzt gefallen hat. Es sieht fast so aus, als würde hier Frieden einkehren und wir würden uns fast alle einig sein. Ich fand es auch toll, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Toll erzählt, toller Rhythmus, sprachlich super und die Sprache ist auch
auch etwas, in der auch wieder so viele Prinzipien zusammenkommen. Also auch in der Sprache kommen sozusagen Ost und West, alter Propagandaslang und neue Worte zusammen. Zum Beispiel, wenn eine Schlägertruppe, die Schutzgeld erpresst, dann Brüder für soziale Gerechtigkeit heißt. Ne, so setzt er halt seine Pointen und die setzt er sehr gut. Und ich finde auch diese Glückssucher, die sich in diesen, durch diese 6 Episoden des Romans bewegen und halt immer die Hoffnung haben, doch eine Idee zu haben, die sie jetzt weiterbringt, die ihnen das gute Leben sichert, der Schwulenclub, den wir im Beitrag gesehen haben, oder die ganz Butter, die Butterbrotbar heißt der Club für exotische Freizeitgestaltung. Genau. Oder toll finde ich auch, es wird einen Auftrag, einen Film in Auftrag gegeben vom italienischen Fernsehen, um gegen die Prostitution in der Ukraine vorzugehen. Und was wird gedreht? Ein Pornofilm, in dem eine lesbische Gewerkschaftsführerin auftaucht und ein Zwerg, der manchmal schwarz angemalt wird und manchmal Flügel tragen muss. Niemand weiß warum. Natürlich wird der Film kein Erfolg. Ja. Es ist aber, also das klingt vielleicht, ich weiß nicht, Juri, was sagst du? Es ist auch ein sehr trauriges Buch, weil wir haben jetzt so das Lustige, das Komische, was absolut drin ist, so unterstrichen. Mhm. Aber ich sehe auch, also ich lese auch eine Menge Trauer. Ich habe nie gelacht, wirklich. Darüber scheiden wir uns jetzt. Trotzdem mit euch einig, das vorausgeschickt. Nein, weil er sagte ja zuerst, merkt man, die Stimmung ist miserabel, es ist grauenhaft, es gibt keine Zukunft und so. Aber das lassen wir mal weg, jetzt reden wir über Businesspläne. Oder? Mhm. Also das ist wirklich, und dann merkst du, eigentlich bist du immer allein im Leben. Und jetzt mit diesem Grundgefühl einen Businessplan zu erstellen, ist ja nicht schlecht, weil man vertraut niemandem. Und das haben sie gelernt, oder? Eigentlich wäre das ihr Kapital, das sie in einen Businessplan hineinschmeißen können. Sonst haben sie nichts, oder? Nur Chaos und ein bisschen eben, das sagt er dann auch, geborene Tendenz zur Kriminalität. Schon, das gibt er ehrlich zu. Und dann erzählt er diese Businesspläne eben, ganz verschobenen Dinge, und plötzlich gibt es doch so einen Einschub, wo Bill und Monika auftauchen. Und man liest das und so und denkt, Bill und Monika, plötzlich merkt man, das ist ja Bill Clinton und Monika Lewinsky. Und er baut dann plötzlich den Westen ein, wie du das sagst, und sagt, eigentlich ist ja das Beste, also das neue Businessmodell ist eine Mischung zwischen dem Kommunismus von früher, weil da kann man wursteln, und dem Kapitalismus, weil das Tollste geschieht zu Bürozeiten. Und dass er dann wieder eigentlich behaupten darf, dass die Zukunft der Gewerkschaftsbewegung gehört. Also dass die Ehe ist kaputt, dafür gibt es Firmenfeten. Also alles, was die Firma einem geben kann an Wärme, ist eigentlich viel besser. Und die Firma ist eigentlich nur eine Metapher wiederum auf den Kommunismus von früher. Und damit implodieren die beiden Systeme in eins. Und man spürt, eigentlich sind unsere Businesspläne gar nicht viel besser als die da ein bisschen im Osten von uns. Und dann am Schluss sagt er, tada, jetzt kommt das Lustige und dann kommt das ganz Traurige. Also dann wird es wirklich ganz, ganz, ganz traurig, weil er dann eigentlich so ein Loblied auf die Freiheit singt, und diese Freiheit, die gibt es nicht zu greifen. Und das fand ich wirklich sehr schön und hat mich dann so wirklich gepackt, weil er nicht nur Psychopathen beschreiben kann, sondern er kann auch wirklich wahre Menschen und ihre kleinen Gefühle. Ja, vielleicht ist es sogar noch viel schlimmer. Vielleicht sind die wahren Menschen ja die Psychopathen, ja? In dieser verrückten Welt hier. Nein. Weil er sagt ja, Freiheit oder Demokratie beginnt dann, wenn du deinen Dealer umbringst. Das ist die ukrainische Definition von Demokratie. Und das stimmt ja eigentlich. Also das, was dich einbindet, das, was dich süchtig macht, das, was dich klein macht, was dich zusammenhält, das musst du umbringen. Und das ist ja, dann ist es nicht mehr nur Gaunerroman und Wilder Osten, sondern dann etabliert das so etwas wie eine Hoffnung auf Demokratie oder auf Gleichheit, oder? Aber ja, es braucht einen individuellen Akt. Das ist jetzt wirklich eine sehr wohlwollende Lesart. Ich finde schon, dass das absolut schwarz bleibt, dass es gleichwohl eine wahnsinnige Ironie hat, aber keine Hoffnung. Eigentlich ist wenn überhaupt sowas wie Hoffnung da ist, dann ist, dass man in diesem Irrwitz trotzdem irgendwie Spaß hat am Untergang. Das ist, was ich da lese. Das ist todtraurig und trotzdem komisch. Das ist eben das, was man Galgenhumor vielleicht nennt. Aber es erschöpft sich nicht einfach nur in der Beschreibung dieses Zustandes, den du gerade beschrieben hast, sondern, und das finde ich, rechne ich ihm hoch an, denn ein so großer Stilist, finde ich, muss noch ein bisschen mehr tun, und das tut er auch, denn seine Figuren haben doch so etwas wie eine Sehnsucht nach, wenn nicht Sinn oder Hoffnung, dann zumindest nach Erleuchtung. Also sie wünschen sich eigentlich dieses System
zu verstehen, dieses System zu durchschauen. Und der Roman endet ja damit, dass eine Mutter sich jetzt Sorgen macht, weil ihr Sohn ein bürgerliches Leben führen will. Jetzt findet sie es beunruhigend. Solange er noch immer mit seinen Banden rumhing und nur noch ins Fußballstadion ging, fand sie, war alles in Ordnung. Aber jetzt kommt er in Gefahr. Denn wenn man anfängt, sich in diesem System etwas aufzubauen, dann droht man verletzt zu werden und enttäuscht zu werden. Und ihre Metapher dafür ist dann, dass das Leben eigentlich so etwas ist wie ein schnell fließender Fluss. Und alles, was man sich aufbauen kann, wird einem sofort wieder aus den Händen gerissen. Also, Schlusswort bitte. Nein, noch ganz kurz dazu. Also, ich habe in Russland damals so, also eigentlich ein extra Buch, also das muss ich mal irgendwann aufschreiben, die Geschichten. Aber ich kann mich erinnern, dass einer mir erzählt hat, ein schon älterer Herr, wurde ja auch immer viel getrunken, auch in dem Buch wird sehr viel getrunken, nebenbei gesagt. Und dann erzählt er mir irgendwann so im Suff, so nachdem Lieder gesungen wurden, sagt er, weißt du, was Sozialismus ist? Und ich habe gesagt, nein, erklär es mir. Sozialismus ist der lange, beschwerliche, steinige, entbehrungsreiche Weg vom Kapitalismus zum Kapitalismus. Okay. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich danke euch schon mal sehr und ihr werdet ja auch noch eure persönlichen Tipps hier gleich den Zuschauern geben. Ich weiß ja nicht, was bei Ihnen so an Büchern auf dem Nachttisch liegt. Wir haben mal die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser gefragt, was bei ihr auf dem Nachttisch liegt. Gerade ist ja ihr neuer Roman erschienen und wir wollten einfach mal wissen, was liest sie denn so, wenn sie mal nicht schreibt? Die souveräne Leserin. Das ist die Königin von England, die eines Tages ihre Bibliothek entdeckt und sofort lesesüchtig wird. Und jeder, der selber lesesüchtig ist, kennt das. Es gibt dann nur noch das Buch, die nächste Seite. Bei der Staatspsych hat sie das Buch in der Handtasche, blättert, alles geht auseinander. Teabag von Henning Mankell ist kein Krimi, kein Wallander. Teabag ist die Geschichte von einem ziemlich verkrachten schwedischen Dichter, der selber nicht mehr schreiben kann, aber sein Agent schreibt, sein Verleger schreibt, seine Mutter schreibt. Und er wird dann gezwungen, in einer Boxschule einen Schreibkurs zu leiten. Da ist unter anderem die Teabag dabei, eine Flüchtlingsfrau aus dem Sudan, die dann anfängt, ihre Geschichte aufzuschreiben und sich aber auch irgendwie in das Leben von dem Dichter einzumischen. Das, Fremde Signale, Katharina Faber, das ist mein absoluter Lieblingsbuch aller Zeiten. Das ist, eigentlich ist es gar nicht ein Buch, es ist Medizin, es ist ein Stimmungsaufheller in Buchform. Es ist eine Geschichte von drei jungen Leuten, die zu verschiedenen Zeiten gelebt haben, zu früh gestorben sind, mit ihrem Tod sie hadern und über dem Hadern vergessen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, nämlich auf die Ali aufzupassen. Deren ihres Leben kommt man so als Aufreihung von Katastrophen erzählt, weil eben die drei Schutzengel, wenn man so will, immer wieder abgelenkt sind, wie Teenager halt sind, mit sich selber beschäftigt. Es ist ein wunderbares Buch. Muss man lesen. Muss man. Wunderbares Buch, das kann ich auch sagen. Ein wunderbares Buch von Katharina Faber. Meine liebe Milena Moser, ich bin ganz bei Ihnen. Juri, jetzt, was würdest du den Zuschauern noch empfehlen? Was müssen sie dringend lesen? Es ist nicht das Buch der Bücher, aber es ist ein wunderbares Buch von Altmeister René Simon. René Simon ist jetzt, glaube ich, etwa 82, ist ein grandioser Geschichtenerzähler, wenn man ihn kennt, wenn man zufälligerweise in der Bodega Española in Zürich ist und ihm einen Dreier Tinto offeriert, dann erzählt er einem das ganze Buch. Man braucht keine Hör-CD und er hat in langer Zeit recherchiert. Ich glaube, er hat mir die Geschichte mal in den 80er Jahren oder so erzählt. Es ist die Geschichte von drei Schweizer Familien, eine Familie Delmonico, die aus dem Tessin kommt, einem Henry Simon, der vermutlich verwandt ist mit René Simon, und Thomas Kaflisch aus dem Bündnerland, und die sind in New York des 19. Jahrhunderts, und New York boomt, wird eigentlich zu dem, was es ist, ein Melting Pot, und hier ist niemand tragisch. Nicht grauenhaft, weil hier gibt es immer ganz viel zu essen. Und René Simon beschreibt dieses Essen immer auf der Seite. Und man kann das auch nachkochen, man kann es nachleben und es ist einfach unglaublich schön. Und ich möchte es Ihnen schenken, weil Sie vermutlich das Buch noch nicht haben. Dankeschön. Ja, danke. Also
Ja. Traudel, was möchtest du? Ja, mein Buch ist kein Buch, sondern ein Hörbuch. Ein Sommer, der bleibt, von Peter Kurzeck, erschienen bei Supposé. Dieses Hörbuch geht nicht auf eine Buchvorlage zurück. Es ist im Gespräch entstanden. Da hat Peter Kurzeck sich an das Dorf seiner Kindheit erinnert. Das heißt, wir haben das Vergnügen, dabei zu sein, wenn er sich selbst die Geschichte seiner Kindheit erzählt. Und das ist ein Vergnügen, das ein bisschen an Lagerfeuer und an Kaminstunden denken lässt. Ein sehr sinnliches Vergnügen, denn Peter Kurzeck erzählt sehr sinnlich. Seine Episoden sind voll praller Leben und voller Geschichten. Aber sie weisen auch immer über sich hinaus, denn er ist ein großer Menschenkenner, ein großer Zeitdiagnostiker, ein Zivilisationskritiker. Und er erzählt von einer Kindheit, die eigentlich unter sehr ärmlichen Vorzeichen stand. Denn er ist ein Flüchtlingskind, die aber trotzdem als reich und voller Möglichkeiten erlebt hat. Und deswegen bekommt sie in der Erinnerung, in der Erzählung steht seinen ganz besonderen Glanz. Zum Beispiel, wenn er davon erzählt, was die besonderen Tätigkeiten waren, die man in der Dämmerung noch tun konnte. Das Licht hat noch gereicht, um zum Beispiel Holz zu hacken oder alte Strickwaren aufzutrennen, bis dann endlich die einzige Glühbirne angezündet wurde. Und diese Glühbirne tat, so erzählt Peter Kurzeck, etwas sehr Schönes, denn sie verwandelte den Raum in eine goldene Höhle. Denn ihr Licht konnte die Ecken nicht erreichen. Also eine ganz magische Stimmung, und davon ist das Hörbuch voll. Peter Kurzeck hat sich als Kind immer einen Sommer gewünscht, der nie zu Ende geht. Einen Sommer, der bleibt. Und wenn Sie jetzt bei all dem schmutzigen Wetter und dem Schlamm auf den Straßen mal Lust haben zu hören, wie ein Kornfeld im Wind wogt oder wie die Schwalben einfach nicht aufhören wollen zu schwatzen, weil die Sommernacht so kurz ist, dann kann ich Ihnen dieses Hörbuch empfehlen. Okay. Kann mich nur anschließen, ein ganz, ganz wunderbares Hörerlebnis. Ja? Und er redet frei, nicht? Es ist nichts aufgeschrieben, er redet frei und hört nicht auf zu reden. Es ist unglaublich beeindruckend. Herr Liefers, was haben Sie gelesen? Ich bin froh, dass ich das nicht auch noch geschenkt bekomme, aber wenn man als Deutscher im Moment in der Schweiz eine CD angeboten bekommt, ich habe ein Buch, das... stellt sich nicht hinten in die Reihe, aber in gewisser Weise eine Reihe mit dem Soundtrack meiner Kindheit, aber auch ein bisschen mit dem Buch Hymne der demokratischen Jugend. Es ist von Colin Cotterill, einem, ich glaube, aus England stämmigen Schriftsteller, der aber in Laos gelandet ist mit seinen Eltern, als junger Mensch schon, und da immer noch wohnt. Und er hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt Die Dr. Siri und seine Toten. Und es handelt von einem Mann, der schon über 70 Jahre alt ist und eigentlich allgemeiner praktizierender Arzt war. Und weil es aber in ganz Laos unter der kommunistischen Regierung keinen Gerichtsmediziner gibt, ja, wird er einfach statt in den Ruhestand geschickt zum Gerichtsmediziner, zum einzigen und ersten des Landes ernannt. Und bekommt das gleich mit dem Tod der Frau eines hohen Funktionärs zu tun. Und dem hohen Funktionär liegt sehr viel daran, dass der alte Mann schnell feststellt, dass die Frau ganz normal an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber auch wenn er von Rechtsmedizin keine Ahnung hat, ist ganz offensichtlich, dass es so nicht gewesen sein kann. Und eigentlich sehr, sehr viel über auch wieder im Grunde genommen das Leben in unter den Bedingungen einer Diktatur mit sehr, sehr trockenem Humor, sehr witzig. Es ist ein sehr lustiges Buch, und es ist darüber hinaus ein Krimi. Also es ist sogar auch noch spannend, nicht nur unterhaltsam. Und das empfehle ich. Dr. Siri und seine Toten. Okay. Ja, im Januar vor 50 Jahren ist Albert Camus in Frankreich, auf dem Weg von Südfrankreich nach Paris, an einem Baum zerschellt. Ja, das ist nun 50 Jahre her, und zu diesem Jahrestag ist wieder herausgegeben worden, wie ich finde, das schönste Buch von Camus. Auf Deutsch heißt es Hochzeit des Lichts, auf Französisch heißt es, glaube ich, einfach nur Été, Sommer. Da sind noch andere Schriften drin, die Heimkehr nach Tipasa, also die Heimkehr in sein Heimatland, in sein großes Sehnsuchtsland Algerien. Und er beschreibt da eigentlich das, was für ihn ja das Allerwichtigste ist, vor allen Dingen das Licht, ja, das Licht des Mittelmeers, der Wind, der Sand, die Wüste,
eine ganz archaische Einfachheit, die für ihn, das merkt man richtig, so wie ein Kompass für sein ganzes Leben und für sein ganzes Werk immer war. Wenn man das Buch gelesen hat, glaube ich, versteht man den ganzen Camus oder jedenfalls den Camus, den ich ganz besonders liebe. Das ist eben nicht unbedingt nur dieser Camus, der in Paris so der strenge, absurde Mensch ist, ja, der sozusagen der Sisyphus, also das traurige, tragische, sondern es ist auch der leichte, der sonnige, der Camus der Einfachheit und des ganz elementaren Lebens. Also ein ganz wunderbarer Camus im Arche Verlag erschienen. So, meine Lieben, danke. Danke, 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 dass ihr so wunderbar mitgemacht habt. Danke, Jan-Josef Liefers. Ja. Natürlich auch herzlichen Dank an unsere Frischlinge, ja, Juri Steiner und Traude Dünner. Wenn Sie noch irgendwelche Angaben haben wollen über die Bücher, über die wir in dieser Sendung geredet haben, dann schauen Sie doch einfach auf unsere Website. Da finden Sie dann auch unseren Newsletter. Und wenn Sie Lust haben, hier in den Papiersaal zu kommen und live hier beim Literaturclub dabei zu sein, können Sie Tickets auf unserer Website bestellen. Am 9. März sehen wir uns wieder. Da sind dann Corinna Kaduff und Stefan Zweifel. Und unser Gast wird sein Alexander Kluge. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin, lesen Sie wohl.